I'm in. Seems pretty quiet. It is a listening post. The CIA's upstairs, and they probably have a guard in the lobby, so keep an eye out. Will do. Going to take a quick look around. Okay. Was haben wir an Intel? Wissen wir irgendwas über die Map? No, wir wissen so gar nichts über die Map. Okay, wir sind hier unten. Leiter, Leiter, Leiter. Install Backdoor Download Intel Database. Okay, solange wir hier unten sind, scheint erstmal noch keiner zu kommen. 1, 2, 3 Gegner. Cut Video Feed. Cable's cut. Huh? What do you mean static? Alright, I'll go check downstairs. Probably blew another fuse. What am I, the fucking electrician? Need a flashlight. Warum? Hier ist Licht. Meine Frage ist, kann ich den wirklich einfach... Riskant, riskant, aber ich weiß halt nicht, was ich machen sollte. Piece of shit. The fuse looks good. Maybe it's the wiring. If I do a bypass, I put the clip on the lead one, then a clip on lead 5. No, wait, is that lead 7? Damn circuit boards. Ich hab so wirklich null Plan, wie ich hier vorangehen soll, ohne entdeckt zu werden. Das Problem ist wirklich der eine, der jetzt irgendwo unter mir ist. Wenn der nämlich irgendwie wieder hochkommt, ich meine, ich habe die Möglichkeit, mich noch zu verstecken, das ist kein Problem. Meine Frage ist wirklich, wie muss ich vorangehen? Okay, der ist immer noch in der Ecke dort. Okay, jetzt dreht er. Der Typ läuft da oben lang, der dürfte mich dann hoffentlich nicht sehen. Der bleibt unten. Hektik, Hektik, Panik. Da oben ist eine Kamera. Okay, der bewegt sich so gar nicht mehr. Was definitiv ein großes Problem ist. Okay, wir gehen mal ganz kurz. Ah, jetzt macht er Bewegung, okay. Okay, vielen Dank. Das habe ich damit also so ein bisschen verschwendet. Mike, it looks like the third floor camera is being run by a dummy console on the second floor. If you can find it, you can loop the feed and sneak past. Okay. Neue Informationen. Das Gute ist wirklich, wir sind jetzt scheinbar in einer Position, wo mich so schnell keiner mitbekommt. Oh, wir haben noch Geld dafür bekommen. Und Munition. Okay. Wir wissen, wir sind hier sicher. Wir sind hier sicher, sicher, sicher. Das ist echt fies. Ich hasse solche Maps, muss ich ganz ehrlich sagen, wo man nicht wirklich auf ersten Blick sehen kann. Also ich gehe mal davon aus, das ist im dritten. Das ist im dritten. Also noch eine höher. Die Kollegen sind auch scheinbar relativ gut bewaffnet dafür, dass sie hier relativ neutral herumlatschen sollen. Also ich will eigentlich nur ganz kurz gucken, wie wir weitermachen können. Gibt es auf diesem Flur noch irgendwelche Räume, neben denen, die ich jetzt hier sehe, die für mich von Interesse sein könnten?
Nope, hier ist nix. Dementsprechend. Die Überlegung ist jetzt. Oh, da ist noch ein. Ah, okay, gut zu wissen. Dann müssen wir auch gleich dahin. Dachte, das wäre alles, was wir hier machen könnten. Okay, der da oben. Also der nächste Spaß wird definitiv der sein, herauszufinden, wie wir an den beiden vorbeikommen. Accessing the database and downloading the software. All right. Receiving. We're good. Listening in on the listening post. Gotta love this job. Okay. Ist hier irgendwas Interessantes dahinter? Purge data from Dragsfeed Alpha. Do not track all reads. Developing safe house compromise meet will follow. Diese Sachen, solche Sachen, die im Hintergrund immer sind, da muss man immer so ein bisschen gucken, denn ich kann mir gut vorstellen, dass die gerne irgendwelche wichtigen Informationen schon reinschmeißen. Okay. Wir sind gerade. Nee, wir sind in dem weißen Bereich. Okay, also der nächste Sprung wird der lustige Sprung. Hohoho. Ich denke, wir bleiben hier, denn das ist der schnellste Weg zur Treppe. Idee ist, er dreht sich um. Wir werden so schnell wie möglich hinter ihm bleiben und dann logischerweise die Treppe hoch. Und dann müssen wir hoffen, dass der Kollege, der oben ist, ebenfalls mitspielt. Ich meine, wir haben die Energie, um das Ganze zu machen. Los. Okay. Access Mail. Hey, sexy. Hey, honey, I can't wait to recite this. Two wins from B Foreman. I can't wait to see you only another week. I can't believe they sent you to South Carolina. I mean, really, they should pay you double for having to set foot in that god-awful place. When are you going to retire and stop traveling all the time? I mean, it would be one thing if you would... if you worked for the government and they sent you to exciting places like Istanbul or Rome, but can't you sell aluminium sheds without having to go on month-long business trips? Oh well, I miss you. AP, Alpha Protocol vermutlich. Do the letters AP mean anything to you? And no, please, oh please, don't bring up your porn-inspired interpretation of what the letters might mean. Wer steht das an wen ganz kurz nochmal? Terence Granger 2 wins Foreman, okay. I might be hallucinating, but I was running skims on the Echelon and I could have sworn I picked up a ton of email with AP in the subject tags, but as soon as I looked, they were gone. Like someone janked them out of the filter just as soon as I saw them. As I typed that, I realized how insane it sounds. Anyway, let me know if that makes any sense. Oh, and speaking of eavesdropping on emails, you might just want to tell your wife about your girlfriend, because, well, if you're a sailor with a girl at every port, she's a girl with a sailor on every ship, and seriously, that woman sends the filthiest emails I've read, and I read everyone's email. Okay. Also hier haben wir schon mal einen kurzen Einblick. Interessant. Der läuft irgendwie Ecken, oder? Also der läuft. Oh, wir wissen was für Mina. Mina ist die Sache, die ich jetzt hier angucken möchte. Denn ich denke, umso mehr Informationen wir über individuelle Personen bekommen können, umso besser. Defeated? What? Okay, jetzt hat er mitgemacht. So, wir haben wirklich einige Informationen hier am Start, aber Mina ist die, die wir haben wollen. Analyst first at
Tischen Zeichen, then the field agent search. She's been with Alpha Protocol for about a year, working primarily in encrypting and decrypting information. She assists Alan Parker on inter-assignment, assignments, but is also called upon to help train new recruits and fire on basic set data analysis. Led to the discovery of several missing advanced prototype missiles from Halbeck stock. And the evidence she obtained forms the basis for Desert Spear, the mission to track down and deal with Shahid Genau. Mina was with the National Security Administration, NSA, for several years before coming to Alpha Protocol. They asked her to join out of college right after a calculus professor had told a friend of the NSA about her mathematical ability. All her reviews at the NSA bordered on above average to outstanding, but eventually she decided the work was not for her and resigned. According to records, Africa contacted her the hour after she placed her resignation letter on her superior's desk at the NSA. Once Alpha Protocol explained their purpose and the assignment, she agreed to join. Also ich denke, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen, denn wir haben mit der NSA auch hier zu tun. Und sie war bei der NSA. Das war wichtig. Ich denke, wir werden auch irgendwann mal alle anderen so nach und nach durchgehen, was wir über die wissen, was wir über die gelernt haben. Aber für jetzt belassen wir es hierbei. Wenn wir so ein bisschen aufpassen, wie der Vogel läuft. Da ist er. Okay, wir gucken jetzt logischerweise, was noch hier auf diesem Bereich ist. Und dann müssen wir gucken, wo der Kollege noch entlangläuft, weil der läuft bis da hinten zum Bild. Übrigens war da, glaube ich, ein Einhorn hinten zu sehen. Okay. Control room's locked from the inside. No other entrances I can see. Looks like the only way to get it to open is to get them to open it. I'll think of something. Looks like an air conditioning duct. Too small to fit through, but this ought to do the trick. What are you doing? Mike, don't kill them. There's got to be another way. Just giving them a scare. A little something I learned in third period science. What the hell? Fuck this shit! Okay, also das, denke ich, war ganz, ganz wichtig, dass wir dir da ganz kurz... Okay, und jetzt Beeilung. Access E-Mail? Hoffentlich. Undisclosed. We have a curveball rumor of a rabbit... assessed operation in our sector. The contact is unverified and claims to be a deep mole and gave us a valid confirmation code which makes this rumor actionable. We are going to do this one by the books and not take any chances, so I'm opening an internal threat audit. This case is opened as Georgia. Send any leads or information to that subject docket. First thing we need to know, Agent Z. The contact didn't give us full details on who the spy was working for. CIA, NSA, MI6, Mossad. Assume anything. See, I wasn't lying when I said we are grasping at straws. In case this is one of ours, move all dispatches to need to know. Dissemination list until further notice. So, S. Roberts to Terence Granger, mal wieder. Das ist Herr Granger hier. Albara. Okay, a bit more on subject. Albara found an Alzheimer's operative that was willing to take after a few minutes of fake drowning. He tells me Albara is some kind of chameleon. Academician. Keine Ahnung. He doesn't know what field of study or university. One thing's for certain, he's verified the prior contacts claim that Albara is operating in and around Italy. I'm sure a simple check for universities in the area should turn up information on him. Okay. Und aus irgendeinem Grund
haben wir mehrere Leute, die alarmiert sind. Geld. Habeck-Korb, okay. Wir müssen hier raus. Das war doch die Aufgabe. Exit. Achso, einfach da wieder hin. Okay. Bitte sagt nicht immer wieder, das ist interessant, weil das erschreckt mich. Als hätten die mich irgendwie entdeckt oder ähnliches. Okay. Ist das hier? No, das ist natürlich da unten. Da drüben ist noch was. Aber das will ich jetzt nicht herausfordern. Okay, also da die richtige Dings zu finden, wird lustig. Eins nach dem anderen, schön langsam. War mein Skill noch nicht bereit? Oder wie... Das war definitiv etwas merkwürdig. Ich meine, Evasion hat uns im Endeffekt den Arsch gerettet. Dementsprechend hier keine Aufregung. Okay. Du bist unterwegs. Wie viele sind jetzt dazugekommen? Am Anfang waren es 3, oder? Jetzt sind es 5. Interessant. Zwei oben, einer in der Mitte, einer unten. Die Sache, die ich jetzt ganz gerne wissen würde, und dafür würde ich mich jetzt ganz kurz umbewegen, ist, wie läuft der? Okay, der läuft jetzt und er ist in alarmierten Zustand. Ist ein bisschen blöd. Vor allem, warum ist das passiert? Ist das jetzt wirklich nur wegen dem Dings? Wegen den Lüftungsschacht? Ich denke mal. Aber warum sind dann so selektiv Leute nur drin? Och, der läuft wie eine Schildkröte. Wack, wack, wack. What in the... Ich habe keine Ahnung, ob das zählt. Under the Radar, ja, vermutlich, weil kein Alarm ausgelöst worden ist. Agent Zordon Federated CIA Listening Post conducting investigation into Asamat's presence in Rome. Zordon was asked with infiltrating the listening post, downloading the results of the investigation and bugging the CIA computers to retrieve further development. Zordon was asked to avoid detection, not to engage American agents. Bonus objective using creative problem solving. Agent Zordon flushed guards out of their monitoring room by sabotaging their post ventilation system. Agent Zordon planted a bug in the CIA database to monitor ongoing surveillance in the area. As the CIA gets information, Agent Zordon will have access to it as well. Zordon also downloaded information from CIA databanks concerning the investigation into Asamat's accomplishing its mission. Und scheinbar wurden wir dabei nicht erwischt, obwohl wir am Ende erwischt worden sind. Ich nehme das gerne an.